schwierig, weshalb da auch ein bisschen Steine rausgeholt worden sind, die sich da im Kart verfangen haben. Also, wir reagieren auf ein Video von Bockelmann Sports. Ja, hört ihr richtig? Habe ich auch noch nie gehört. Aber genau dies tun wir jetzt, weil mein Chat das so möchte. Und da schauen wir uns an, Karting, 8. Platz beim Community Race in Lüneburg. Ja, gehen wir mal rein, würde ich sagen. Das sind zwei Daumen. Ein Hunger, vergessen. Grenzgänge, okay. Sieht erstmal voll safe sauber aus da bei Lüneburg, muss ich sagen. So eine Boxengasse hier, oder was? Kommt ja am besten jemand, der jetzt fragt. Ein Hunger, vergessen. Aber ich habe gehört, die haben ganz neue Cards gekriegt. Das sind dann jetzt noch die alten wahrscheinlich, ne? Willkommen bei diesem Video. Mein Name ist Julian, Fotograf und Kartfahrer bei Bockelmann Sports. Und ja, beim heutigen Video fängt die Moderation mal ein bisschen früher im Video an. Und zwar befinden wir uns gerade im Community Race. Oder auf sehr sympathisch, dass er das kommentiert, oder? Geil. Im Community Race in Lüneburg auf der Kartbahn. Es ist der 18.04.2024. Ist auch schon ein paar Monate her. Und ja, in der jetzigen Situation Gewichte. Ja, wenn. Hey, ihr seht den. Ja, okay, cool. Kenne ich. Schön in bei der Gig gegeneinander gefahren. Die Fahrer aufgewichtet. Es wird einmal gemessen, wie viel wiegen die Fahrer denn, so wie sie dann in dem Kart sitzen. Und 90 Kilo müssen erreicht werden. Oh. Ja, kommst mit Gelb-Rot nicht aus. Ein Zehner, ne? Warte mal, ist das? Ja, mit dem anderen bist du aber. Ja, das passt. Du, oh, passt, ey. Bist du bei 92, das wärst genau 89,9 oder so. Ja, genau. Genau, da liebe Maurice von der Kartbahn recht. Da müssen wir dann auf die 10 Kilo gehen, damit wir. Oder damit ich auch. Jetzt weiß ich, welche Community hier gemeint ist. Auf über 90 Kilogramm komme und demnach hier gerecht gefahren wird. Dann einmal die Vorbereitung, einmal die Sitzschale. Die Jasper Dirks auch am Start. Muss natürlich dann auch vorher mitgemessen werden, wenn wir uns auf die. Man sieht, das sind die neuen Karts. Spaß natürlich, ne? Das sind die alten. Nicht, dass wir jetzt hier Ärger kriegen, wenn wir das hochladen. Waage stellen. Denn auch das gibt natürlich zusätzliches Gewicht, was andere nicht haben. Jetzt nochmal kurz die Überlegung. Packe ich jetzt weiter hinten hin oder ein bisschen weiter da vorne im Kart? Dann war diese Überlegung, ja, machen wir es mal ein bisschen mehr in die Mitte im Kart, dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Ausgleich, ein bisschen mehr zentriert das Gewicht. Hier auch wirklich an einem echt schönen Abend. Die Sonne scheint. Ich finde es interessant, dass Jasper damit fährt. Ich will jetzt irgendwie nichts Falsches sagen. Nee, kann ich nicht. Ich kann es nicht. Zwar ein paar Wolken am Himmel, aber ansonsten ein schöner blauer Himmel. Was, wie meinst du? Meinst du Jasper oder was? Nein. Aber ich habe eine lustige Geschichte. Jasper war ja nicht da bei der PIK. Er war angemeldet, leider war er nicht da. Und auf einmal fuhr er dann im dritten Rennen doch mit. Allerdings nicht er. Das war ganz witzig. Also sein Name ist erschienen auf dem Tableau in dem Rennen. Fuhr auf einmal auch kurz vor Jens. Aber da saß er gar nicht drin. Das war ein anderer. Auch nicht schlecht gewesen, oder? Naja. Nee, aber ja, weiß ich nicht. Ich sag mal so, Jasper wird auf jeden Fall in dem Rennen safe vorne fahren. Gehe ich stark von aus. Und ja. Dann sitzt man da und wartet, dass alle einsteigen, dass alle fertig sind, dass man losfahren kann. Ich an der Stelle hier ziemlich weit vorne. Hätte
hätte auch einfach rausschneiden können. Das war viel, wäre viel einfacher gewesen. Urheberrechtsverletzung, Musik. Und dann ist langsam die Zeit gekommen. Ja, du Kerle stehen. Dann können wir losfahren. Allerdings bewegt sich keiner. Deswegen einmal ein kurzer skeptischer Blick nach hinten. Allerdings vom Kartbahn-Mitarbeiter hier eben das Handzeichen bekommen. Wir können losfahren. Es geht in die Runde. Und das tun wir dann natürlich auch und fahren dann ja in die erste Runde rein. Natürlich dann immer mit dem Hintergrundgedanken, okay, nein, jetzt ein bisschen vielleicht zurückhalten. Die Räder sind noch nicht ganz warm. Hier haben wir natürlich den Vorteil, dass es war warm an dem Tag. Das kann ich jetzt auch nicht mehr genau sagen, aber genau, dann fährt man da schön auf die Strecke, wärmt erstmal ein bisschen das Kart auf, hüpft sich ein bisschen ein. Und ja, schließt hier dann tatsächlich auch schon zu den Leuten auf. Hier vor uns gerade eine junge Kartfahrerin, die wir haben. Kurz im Blick, lässt mich ja mal durch. Also wenn ich mir was erlauben darf, also jetzt ist einfach nur, wie das so erscheint mit der Musik und wie er kommentiert. Ich feiere das sehr, dass er kommentiert, aber die Musik passt nicht zum Kommentar. Also wisst ihr, wie ich das meine? Mit, dass er also so richtig schön fresh kommentiert, aber dann so eine Musik hat wie Sonnenuntergang mäßig so, also Stimmung, ne? Passt irgendwie nicht zusammen. Aber vielleicht triggert auch nur mich das so. Das nutze ich dann natürlich auch, fahren wir hier weiter. Und auch ein bisschen entspannter. Wir hatten das ja auch eben, dass wir gut fahren konnten und trotzdem gut an ihrem Heck gehangen haben. Allerdings hat sie denn hier. Oh, ich dachte, der knallt da jetzt rein, ey. Vor allem, hier ist ja auch gar kein Grip. Und einmal hier die Reifen einfach mal hochfetzen in den Baum rein, habe ich schon kommen sehen. Ich habe eben schon ein bisschen reingestochen, den Platz auch direkt wieder zurückgenommen, was mich in dem Moment auch extrem irritiert hat und auch sichtlich eben nach rechts getrieben hat, weshalb ich nicht die Ideallinie nehmen konnte. Aber gut, mit solchen Fahrmanövern muss man dann vielleicht auch mal rechnen. Hier allerdings wirklich sehr, sehr eigenartig. Recht. Was ist das denn für ein Ding? Fahrmanöver muss man dann vielleicht auch mal rechnen. Hier allerdings wirklich sehr, sehr. Was? Aber gut, nochmal. Mit solchen Fahrmanövern muss man dann vielleicht auch mal rechnen. Hier allerdings wirklich sehr, sehr eigenartig. Rechts überholt an der Stelle ist etwas schwierig, weshalb da auch ein bisschen Steine rausgeholt worden sind, die sich da im Kart verfangen haben. Geile Einstellung, also das muss ich sagen, geil. Also dass er den Stein da nochmal. Vor allem hättest du ihn an den Helm gekriegt, dann hättest du aber auch einen Salat, ne? Mich dann am Helm getroffen haben. Aber das hält uns natürlich nicht ab, dafür haben wir einen Helm. Und fahren dann aber mal hinterher noch. Um zu gucken, was sich so machen lässt. Allerdings hier auch abgedrängt. Ja, die Sekundenkleber und dann passt das hier auch wieder. An der Ideallinie müssen wir außen bleiben. Weil auf der Ideallinie der Kollege links neben uns gefahren ist. Hier war ich dann auch nicht ganz eingesehen, dachte mir, nee, da bleibe ich schön hinter, dann fahre ich da zwar ein bisschen mit einem schärferen Winkel ein, aber den Platz lasse ich nicht nehmen, allerdings hier total blöd gelenkt und dann in die Wand rein, eben auch leichtes Kopfschütteln, mich etwas geärgert, was ich da getan habe, aber gut, der Platz ist verloren, an der Stelle habe ich dann allerdings trotzdem auch Plätze dann gut verloren. Irgendwas. Warte mal, er hat Plätze verloren. Warte mal, ist das jetzt schon das Rennen? Habe ich irgendwas verpasst? Bin ich total dumm oder so? Sag mal was. Ja, genau, Quali. Aber warum sagt er denn, er hat eine Position verloren, hä? Da bleibe ich schön hinter, dann fahre ich da zwar ein bisschen mit einem schärferen Winkel ein, aber den Platz lasse ich mir nicht nehmen. Allerdings hier total blöd gelenkt und dann in die Wand rein. Eben auch leichtes Kopfschütteln, mich etwas geärgert, was ich da getan habe. Aber gut, der Platz ist verloren. An der Stelle habe ich dann allerdings trotzdem auch Plätze dann gut verloren. Irgendwas war dann einfach komisch. Ich habe im Training hier, im Qualifying, auch eindeutig nicht meine Bestzeiten gefahren. War das jetzt mein Video oder war das ein Fehler?
Aber wir sitzen hier auch gerade in einem Kart drin, was ich nicht präferieren würde. Denn die Karpa Lüneburg hat aktuell hier zwei verschiedene Karts. Das ist zum einen etwas agilere. Kennen kann man sie an einem etwas rechteckigeren Lenkrad. Und dann die... Du, Leute, wir wissen nicht, was für eine Community das ist, ne? Etwas schwergängigeren, wo ich jetzt gerade hier auch drin sitze, mit einem etwas gründlicheren. Und hier auch ein... Oh, Jasper, wahrscheinlich ganz vorne. Guck mal, wie er auch schon hier mitten reinfährt, weil er sich sicher ist, dass er von ganz vorne startet. Eine sehr spannende Situation. Jasper, einer der besten Fahrer aktuell auf der Karte bei Lüneburg, drängt sich hier nach vorne. Hier auch leichte Verwunderung. Lena rechts fragt sich, was ist denn das hier? Warum gehst du aber in die Mitte? Ich muss doch nichts sagen, oder? Ich muss doch aber nichts sagen. Ihr wisst es, oder? Ich geh doch nicht in den Weg. Mit dem Handzeichen, geh doch mal zurück. Ist natürlich ja auch echt eine sehr unglückliche Aktion von Jasper gewesen. Mit dem klaren Gedanken, ja, ich bin sowieso vorne, also kann ich ja mal nach vorne. Ich sag mal so. Ohne es jetzt böse zu meinen, aber das ist halt Jasper. Er denkt da halt nicht nach in solchen Situationen. Und wirkt dann halt manchmal so, wie man nicht wirken will. Allerdings hat er sich dann hier auch ein bisschen gewundert, dass er nicht der Beste in der Runde gewesen ist. Und es geht los ins Rennen. Noch sind alle Karten offen. Der Start ist nicht schlecht. Versuchen uns etwas in der Mitte zu halten. Versuchen uns hinter Lena ranzuhängen. Links allerdings schon abgedrängt. Haben wir gesehen, Jasper ganz vorne. Denn erstmal damit so abgestempelt, dass ich da jetzt einfach bleibe, wo ich jetzt gerade bin. Und ja, dann erstmal ganz entspannt. Nicht weiter irritieren lassen, nicht weiter stressen. Allerdings hier aber trotzdem schon eben kleinen Fahrfehler mit eingebaut. Ein bisschen ausgebremst vom Fahrer hier vor uns, mit dem Versuch, ein bisschen Druck aufzubauen. Allerdings hier ist über den Körper rüber ein bisschen von der Wieso zieht er denn da zurück, Junge? Ah, jetzt durchziehen müssen. Geschwindigkeit runtergekommen und auch gleich einen Platz verloren. Aber das gleiche nachgeholt und eben in der Kurve hatten wir auch gesehen, dass der Kollege, der eben überholt hatte in der Innenkurve, dann auch drin gekommen ist. Und hier war das ziemlich unangenehm. Alter. Unser Vornmann dreht sich hier, hat Kontakt gehabt und hält natürlich hier vorne gerade den Verkehr auf. Alter, ist er da rausgeflogen oder was? Alter, das hat wehgetan. Kontakt gehabt und hält natürlich hier vorne gerade. Guck mal, der Helm fliegt fast ab. Ach du Scheiße. Alter. Wieso geht das nicht weiter, sag mal? Boah, das heißt, die sind voll zusammengeprallt, oder? Alter Falle. Eieiei. Guck mal, das war so krass, dass er sogar sein Lenkrad loslassen musste. Oh nein, ich wollte keine 5 Sekunden zurück. Das ist crazy. Aber zum Glück ist er im Kart drin geblieben. Alter, da war schon ein heftiger Crash. Junge, Junge. Aber der hing auch schon über dem Lenkrad drüber, ne? Krass, der Arme. Ja, auch weshalb da einer der Fahrer direkt reingeknallt ist. Angenehm wird das wohl nicht gewesen sein. Der scheint meinen Humor zu haben hier, der Fahrer. Das nächste Überholmanöver angesetzt und einfach schön ordentlich durchgezogen. Allerdings, ja doch, wir bleiben vorne. Das hat also funktioniert. Und auch hier sehen wir, wie sich jemand dreht. Und der zweite dahinter dreht sich hier auch. An der Stelle muss man sagen. Geil, das ist geil. Also wenn. Ich liebe das ja, das ist wahrscheinlich bei euch allen so, ne? Du fährst und fährst. Aber wenn die sich dann vorher dann doch vor dir alle wegdrehen, nimmst du natürlich dankend an, ne? Sagen das Community Race in Lüneburg, das ist ganz explizit auf Leute ausgerichtet, die etwas kompetitiveren Charakter fahren möchten und ja, sich bewusst sind, dass sie keine Profis sind.
aber trotzdem einfach mal mehr Anspruch haben möchten. Da sind natürlich dann auch Leute dabei, die eben noch Fehler machen. Ich meine, ich mache auch Fehler, ich bin jetzt auch nicht der beste Fahrer, genauso wie jetzt hier, perfekt an dieser Stelle einmal noch von gesprochen. Aber natürlich Details im Vergleich dann etwas konstanter als viele andere, die da mitfahren. Im Qualifying davor bin ich auf den 12. Platz gekommen mit einer 52er. Also da nehmen Leute teil, die eigentlich gut sind, denken, dass sie noch besser sind und dann die Wahrheit gezeigt bekommen, oder wie verstehe ich das jetzt? Dann muss ich da auch mal mitfahren, oder? 180. Sekunde. Und hier habe ich dann natürlich auch im Rennen dann auch einen deutlichen Leistungsanstieg gehabt und bin dann immer besser gefahren, immer sauberer gefahren. Hier hänge ich mich hier ganz klar an das Heck vom Vordermann ran. Setze mir in den Kopf, den will ich jetzt überholen. Beziehungsweise nicht jetzt, sondern ich fahre schön dicht ran, versuche möglichst Zeit gut zu machen, damit ich eben an der Stoßstange hänge. Um dann im richtigen Moment irgendwo eine Lücke zu finden, wo ich überholen kann. Allerdings schaut es nicht danach aus, als würde ich diesen Abstand verringern können. Stattdessen sind das auch Überrundungen wahrscheinlich auch mit dabei, ne? Das ist jetzt natürlich leider nicht so nachvollziehbar, aber schon cool geschnitten. Baue ich immer mehr Abstand auf zum Vordermann, was natürlich nicht im Sinne von dem Ziel ist, was ich mir in dem Moment dann gesetzt habe. Hier sieht man auch, dass der Vordermann hier jetzt gerade noch jemanden mit überholt hatte, den wir auch gleich mitgenommen haben, hat sich gleich ein bisschen weiter rechts gehalten, hat gleich gesagt, Leute, nee, fahrt ruhig an mir vorbei. Aber doch hier links. Da hätte ich ja so Bock drauf, einfach mal so, keine Ahnung, einen halben Tag da trainieren, dann fahre ich das Rennen da auch mit und dann battle ich mich mit Jasper. Da hätte ich richtig Bock drauf. Links sieht man ja auch wieder, die Leute haben sich gedreht. Das passiert hier in dieser Runde auch irgendwie immer wieder. Und so trennt sich dann auch das Fahrerfeld, die Leute vorne im Feld, die auf einem wesentlich höheren Level sind als die weiter hinten, die sich dann teils dann doch damit beschäftigen, wie sie mit dem Kart klarkommen. Jetzt ist allerdings aber auch gerade eben noch ein fairer Fahrfehler von mir gewesen. Auch hier schön an vorbei, wenn auch von Winkel etwas aggressiv aus. Alter, die pflanzen hier sogar schon Karts an. Natürlich ist es dann auch so, dass man dann irgendwann überholt wird. Hier allerdings sieht man Jasper, der Kollege, von dem wir eben noch gesprochen haben, hier im Rennen natürlich dann auch mit einer dementsprechenden Performance, dass er mich dann auch sogar noch überrundet hatte. Da, ja, ich. Dürfen denn überhaupt so Leute mitfahren wie Jasper und ich zum Beispiel? Also, weil irgendjemand hat gerade geschrieben, dass das vergleichbar ist mit unserem MBR, oder habe ich das gerade falsch verstanden? Weil bei unserem MBR dürfen wir natürlich nicht mehr mitfahren, ne? Ich zu viele Fehler gemacht habe, zu schlecht gefahren bin an dem Tag, und Jasper demnach ja, von hinten rangehen konnte auf den Seiten. Hier nochmal der Überholversuch und auch geglückt. Vom Vordermann. Wo will er hin, Junge? Wo will er hin? Der kracht da gleich rein, oder was? Ne, der stand da, okay. Hol, Versuch und auch geglückt. Vom Vordermann. Und so ging die Runde dann auch vorbei. Und das Rennen war abgeschlossen. Am Ende hatte ich den 8. Platz mit 49,925 Sekunden. Abgeschlossen. Ach so, MBR meine ich für Leute, die meinen, sie wären schneller. Alles klar, ich verstehe. Okay. Für mich erstmal okay, das Ergebnis hätte wesentlich besser sein können. Aber gut, für den Tag erstmal in Ordnung. Und so ging das Rennen zu Ende. Die Anspannung ging leicht runter. Ach so, André Böhm, sag mal. Hier, André Böhm, ne? Das Rennen zu Ende. Die Anspannung ging es leicht runter. Der fährt auf meinem Niveau eigentlich. Beziehungsweise ist sogar ein Tick besser als ich. So. Nochmal eben schön
die Sicht gewesen, wie die restlichen Fahrer hinterherkamen. Kann man hier zoomen eigentlich? Weiß das einer? Aber wieso ist er hier nicht mit am Start, hä? Mold, André, hier, Platz 5. Ja, ich verstehe. Alt F4 ist Zoom. Ach, das stimmt überhaupt nicht. Alt F4 ist Zoom. Da bist du auch weg. Naja, Schlingel, wäre fast drauf reingefallen. Und in diesem Sinne danke ich dir herzlich fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Das unterstützt uns sehr, sehr beim Aufbau des Kanals. Sieht man auch mal sein Gesicht. Und ja, vielleicht... Warte mal, den kenne ich doch. Vielleicht sieht man sich beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Warum Bockelmann Sports? Was hat das für eine Bedeutung? Sehr schönes Video auf jeden Fall. Endlich mal jemand anderes. Und der kommentiert dann auch noch. Wie geil. Null Kommentare? Geil. Da schreibe ich dann mal was hin, oder was? Das gefällt mir da. Sehr cooles Video. Vor allem mit den Zeitlupen-Effekten. Klingt professioneller, oder? Machen nehmen wir denn da? Ja, was auch immer. Cool, freuen die sich bestimmt. Ach komm, abonnieren wir einfach mal. Weil da ja ein paar Homies von mir auch an der Bahn arbeiten.